Hier unsere weiteren Beobachtungen während der Rekonstruktion der Hohenhof-Gartenanlage. In Teil 2 von Oktober 22 bis Dezember 22 geht es jetzt Schlag auf Schlag mit vorzeigbaren Veränderungen. Wir sehen die Baustelle im Sommer, Herbst und Winter. Wir wollen an die Sanierung der Säulen am Hagener Finanzamt vor 4 Jahren erinnern. Damals mussten die Säulen des Finanzamtes aufgrund von Bauschäden umfangreich saniert werden. Am Finanzamt fahren täglich 40.000 Autos vorbei. Dabei sind die Augen der Autoinsassen nur ungerne auf das Finanzamt gerichtet, sondern eher auf den Radarblitzer gegenüber. Das ist eigentlich schade, denn das 1920 im sogenannten Backsteinexpressionismus errichtete Gebäude hätte durchaus eine kleine Aufmerksamkeit verdient. Hier unsere Säulen mit einer gesellschaftlichen Positionierung in Regenbogenfarben. Und hier in unseren blau-gelben Hagener Farben. Wir sehen hier verschiedene Sprengbilder und bekommen interessante Informationen von der Sprengung heute. Zuerst aber noch ein kleiner Rückblick in das Jahr 2020. Damals wurde die Brückenhälfte Nord gesprengt. Jetzt ist die neue Brücke nach nur 2,5 Jahren fertig. In Teil 3 unserer Videoreihe sehen wir die Veränderung vom Januar bis April 2023 unserer Hohenhof-Gartenrekonstruktion. Ein Blick 100 Jahre zurück. Wir staunen, mit welcher Detailtreue die Gartenrekonstruktion erarbeitet wurde. Der Weg, Bäume, Mauern, alles wie damals. Heute, am 7. Mai 2023, sehen wir nach 55 Jahren letztmalig die Rahmen der Brücke, über die in diesen Jahren ca. 1,1 Milliarden Fahrzeuge gefahren sind. Die Botschaft, die in einer Nacht- und Nebelaktion aufgebracht wurde, gilt heute nicht. Heute wollen wir die Brücke nicht bauen, sondern sprengen. Heute, am 28. Mai, wurde die Westhälfte der Sterbecke-Brücke, die nur 2 Kilometer von der Ramode entfernt steht, zu Boden gebracht. Bevor aber der Sprengmeister die Sprengung freigibt, prüft ein Drohnenpilot der Hagener Feuerwehr das gesperrte Sicherheitsgelände ab, ob sich noch Personen darin befinden. Heute mal was ganz Neues. Der Drohnenpilot entdeckt mit der Wärmebildkamera genau auf der Grenze des Sicherheitsbereiches einen Wärmepunkt. Beim Zoomen wird eine Kuh entdeckt, die im Schatten der Bäume auf den Meter genau auf der Sicherheitslinie steht. Zum Glück musste der Sprengtermin nicht verschoben werden. Musik 2016 hatten wir erstmals in 3 Videos die Volme von Kuhweide bis zur Mündung in die Ruhr gezeigt. Jetzt zeigen wir die kompletten 9,1 Kilometer noch einmal. Diese seltene Blauflügel-Prachtlibelle findet hier störungsfreie Flugmöglichkeiten. Jetzt sehen wir die Zerstörungskraft vom Hochwasser im Juli 2021. Der Boden dieses Hauses ist zum großen Teil unterspült. Die Stützmauer am Volmeufer ist nicht mehr vorhanden. Die über 100 Jahre alte Stieleiche hat dank ihres starken Wurzelwerks das Hochwasser überstanden und wahrscheinlich den kompletten Einsturz des Hauses verhindert. Hier der Zustand vor dem Hochwasser. So wie in den letzten 4 Jahren haben wir auch 2023 wieder unser Wanderfaltenpärchen von der Eiablage bis zum Flüggewerden der Jungvögel auf den Türmen der Hagener Müllverbrennung beobachtet. Was anfangs mit der Entwicklung von 4 Jungfalken absolut positiv begann, nahm dann aber noch
Anfang Juli einen sehr kritischen Verlauf. Aber hier der Bericht von Anfang an. Das zwischen dem Bahnhof und der Bahnhofshinterfahrung liegende Gelände ist derzeit wegen der zukünftigen Nutzung aktuell sehr im Gespräch. Für eine Verbindung vom Bahnhof zur Hinterfahrung ist die Wiedereröffnung vom Werdetunnel unerlässlich. Anfangs, mit noch ein wenig Licht, sehen wir sehr gut die Graffiti-Wände. Der Boden ist vollkommen mit mehreren Zentimeter hohem Schlamm überzogen.